Liebe Studierende, hier nun eine Diskussion dieses Skifahrerproblems, das ich dem Lehrbuch vom Tippler entnommen habe. Das ist ein Beispiel, wo es um die Anwendung des Energieerhaltungssatzes geht, also die Erhaltung von kinetischer und potenzieller Energie. Die Situation ist folgende: Ein Skifahrer fährt diesen Hang hinunter und dann über diese Kuppe. Und wir vernachlässigen Reibung. Wir nehmen zum Beispiel an, die Ski sind einfach extrem gut präpariert. Dann ist die Fragestellung die folgende zuerst: Bei welcher Höhe H muss der Skifahrer starten, sodass, wenn er über die Kuppe fährt, an diesem höchsten Punkt ankommt, seine Ski gerade noch den Hang berühren? Oder wenn er höher starten würde, würde das bedeuten, er würde praktisch hier abheben, am höchsten Punkt. Die Fragestellung ist auch folgende: Wenn wir jetzt nun annehmen, er ist am höchsten Punkt der Kuppe, dann wissen wir, hier muss er eine Kurve fahren, im Prinzip ist das eine Kreisbahn, die durchlaufen wird, und um eine Kreisbahn zu durchlaufen, braucht es eine Zentripetalkraft, und der Betrag der Zentripetalkraft ist im allgemeinen Fall einfach immer Masse des Punktes, der da drüber läuft, mal v Quadrat durch r. Das ist einfach die, der Krümmungsradius dieser Kreisbahn. Irgendein Krümmungsradius. Die Frage ist an dieser obersten Stelle, welche physikalischen Kräfte treten auf, die eventuell eine solche Zentripetalkraft liefern können. Wenn wir uns das überlegen, wiederum an dieser obersten Stelle der Kuppe, welche Kräfte in diese Richtung, wenn wir das zum Beispiel Z-Richtung nennen, treten überhaupt auf oder können auftreten? Natürlich haben wir einerseits, wenn wir hier den Skifahrer mit Masse M etwas vereinfacht darstellen, dann gibt es natürlich die Gravitationskraft oder die Gewichtskraft und es gibt die Normalkraft des Bodens auf den Skifahrer nach oben. Das sind die beiden Kräfte, physikalischen Kräfte, die auftreten können, genau senkrecht zum Boden an der höchsten Stelle der Kuppe. Dass die Ski genau gerade noch den Boden berühren, bedeutet, dass die Zentripetalkraft nur mehr durch die Gewichtskraft aufgebracht wird. Im Allgemeinen ergibt sich, dass die Zentripetalkraft, die überhaupt aufgebracht werden kann, in diesem Falle die Summe von Gewichtskraft und Normalkraft ist. Oder das bedeutet hier, die Normalkraft wird 0, beziehungsweise die nötige Zentripetalkraft wird genau durch die Gewichtskraft geliefert. Das ist die Bedeutung. Wenn man natürlich schneller, wenn man noch schneller drüber fährt, wenn die Geschwindigkeit sehr groß wird, die Gewichtskraft ist einfach vorgegeben durch m mal g, die Masse mal Gravitationsbeschleunigung. Hier schreibe ich das als Vektor, der eine Richtung hat hier nach unten. Betragsmäßig ist es einfach m mal g. Die Gewichtskraft ist fix. Wenn die Geschwindigkeit zu groß wird, dann ist der Betrag dieser Kraft wird größer als m mal g. Das bedeutet, die Gewichtskraft reicht nicht mehr aus, um die nötige Zentripetalkraft aufzubringen. Was passiert? Der Skifahrer wird abheben. Wenn die Geschwindigkeit kleiner ist als ein Grenzwert, nämlich dieser Grenzwert hier, dann sieht man, dass numerisch dieser Betrag kleiner ist, als was die Gewichtskraft aufbringt. Und das bedeutet, dass die Gewichtskraft eigentlich den Skifahrer nach unten in den Boden hineindrücken würde und deswegen kommt es dann zu einer Normalkraft, die den Skifahrer nach oben drückt. Das spürt man im Endeffekt als Skifahrer, wenn man als eigenes Gewicht. Und der Grenzfall, wo man so gerade abhebt, ist eben genau jener, wenn keine Normalkraft mehr wirkt, wenn die gesamte Zentripetalkraft durch die Gewichtskraft aufgebracht wird. Nun, was wir also berechnen müssen, ist die Größe V an diesem Punkt. Die brauchen wir nämlich, um diese Gleichsetzung machen zu können. V
Frage ist also, was ist die Geschwindigkeit des Skifahrers am höchsten Punkt? Ohne jetzt die konkrete Bewegungsgleichung zu lösen. Und hier können wir den Energieerhaltungssatz verwenden. Es gilt nämlich die Anfangsenergie. Anfangsenergie E1, das ist einfach die totale Energie des Skifahrers am Anfang, ist einfach die kinetische Energie, da schreibe ich jetzt EK1, plus die potenzielle Energie an der Stelle 1 am Anfang. Die kinetische Energie ist 0 am Anfang, weil V1 0 ist. Er startet aus der Ruhe. Und die potenzielle Energie ist gegeben durch M mal G mal H. Das ist die Höhe H, wo er wegfährt. Dieses M mal G mal H haben wir ja gesehen, das ist eine Näherung für die potenzielle Energie aufgrund der Gravitationskraft bei kleinen Höhen gegenüber dem Erdradius. Das ist also seine totale Energie am Anfang. Die Energie auf der Kuppe die totale Energie bezeichne ich jetzt mit E2. Dort hat er jetzt eine kinetische Energie, EK2, plus eine potenzielle Energie, U2 an dieser Stelle. Nun, was ist die kinetische Energie an dieser Stelle? Das ist 1/2 mv². Das ist also die Geschwindigkeit an dieser Stelle, die jetzt noch zu berechnen ist. Plus, was ist seine potenzielle Energie? Das ist einfach m mal g mal die neue Höhe. Die neue Höhe ist aber genau der Radius der Kuppe. Also plus m mal g und wir haben hier den Radius mit a bezeichnet. Und jetzt können wir die Energieerhaltung verwenden. Bedeutet nämlich, dass E1 gleich E2 ist. Dadurch, dass keine Reibung auftritt, ging keine Energie verloren, zum Beispiel in Reibungswärme, und damit ist die totale Energie, die totale mechanische Energie am Anfang gleich die mechanische Energie hier, wie auch, das gilt auch natürlich für jeden anderen Punkt. Aus dieser Gleichsetzung finden wir jetzt, das gilt, V2² ist 2g mal h minus a. Was also zählt für die Geschwindigkeit, ist die Höhendifferenz. Je größer die Höhe ist, bei der er losfährt, desto größer wird auch die Geschwindigkeit sein auf der Kuppe. Und Sie sehen auch, es gibt nur Lösungen hierfür, wenn ich jetzt die Wurzel ziehen würde, ab einer bestimmten Höhe. Wenn die Höhe kleiner ist als die Höhe der Kuppe, dann kommt er gar nicht auf die Kuppe, weil dann die Wurzel hier, der Wert unter der Wurzel negativ würde. Jetzt haben wir die Geschwindigkeit berechnet oder die Geschwindigkeit zum Quadrat. Und jetzt können wir einsetzen, der Betrag der Zentripetalkraft, der ist ja, geben wir hier, steht m mal jetzt V2² durch, und der Radius für uns ist gerade a, ist also m mal 2gh minus a durch a. Und das soll sein, eben für diesen Spezialfall, den ich vorhin diskutiert habe, gleich dem Betrag der Gewichtskraft, und das ist m mal g. Jetzt sehen wir, das m kürzt sich weg, die Masse kürzt sich weg. Und diese Gleichung kann man lösen. Und es folgt daraus, für die Höhe h folgt dann, jetzt haben wir die Geschwindigkeit eliminiert und wir können jetzt nach h auflösen, die Höhe h, bei der er losfahren muss, damit genau diese Bedingung eintritt, ergibt sich zu 3/2 a. Er muss also bei genau der Höhe 3/2 mal dem Radius wegfahren. Das Interessante an der Lösung ist folgendes, dass sie völlig unabhängig ist von der Form des Weges, völlig unabhängig von der Form des Hanges. Der Hang könnte am Anfang steil gewesen sein, dann flach oder umgekehrt. Sie würden immer dieselbe Lösung finden. Das gilt eben aber nur für den Spezialfall, dass keine Reibung auftritt.